Ja, heute haben wir bei Sommelier TV einen Ossewa aus dem Jahre 2011 und zwar vom Weingut Wirrmann aus der Pfalz. Das Weingut Wirrmann wird jetzt in der fünften Generation von Jürgen Wirrmann geführt und eigentlich zählt er zu den Aufsteigern der Region. Ich habe schon viel von ihm gehört und möchte mich natürlich auch selbst gerne davon überzeugen. Deswegen habe ich mir einen Ossewa aus dem Jahre 2011 zukommen lassen. Ossewa ist eine Burgunder-Rebsorte und Spezialisa-Vertreter hat jetzt 12,5%, hat fast 5 Gramm Restzucker pro Liter und 6,6 Gramm Säure. Und ich bin eigentlich schon ganz neugierig. In der Farbe kann man noch die Jugendlichkeit sehen, da hat noch ein bisschen die CO2-Bildung, sprich die Blasen sind noch da. Er ist sonst sehr klar. Und hat ein bisschen grüne Reflexe, erinnert aber auch ein bisschen an Heu von der Optik. In der Nase haben wir auf der anderen Seite Kräuteraromatik. Auf der anderen Seite haben wir diese exotischen Früchte, ein bisschen Mango, Maracuja, Grapefruit. Wir haben aber auch diese Cremigkeit, ein bisschen Butterigkeit, ein bisschen diese Nussigkeit, was in die Richtung eines Neuburger geht. Aber alles in einer schönen Harmonie, angenehm eingebunden, nichts sticht hervor. Und ja, er ist eigentlich schon in der Nase sehr, sehr animierend, wirklich spannend und man bekommt Lust auf mehr. Am Gaumen, schöne Säure, wunderschön stabil. Die Säure transportiert die Frucht wunderschön ganz hinter durch den gesamten Rachen. Abgang ist kurz bis mittel, würde ich sagen, und er ist nach wie vor cremig. Schön putrig, ein bisschen die klassischen Burgundernoten einfach. Auch am Gaumen haben wir wieder diese exotischen Früchte wie Mango, Maracuja. Grapefruit ist auch dabei. Jetzt ist ein bisschen Zitronengras herauszuschmecken. Ein spannender, ja spannend vielleicht nicht ganz, ein Wein, der eigentlich sehr viel Spaß macht, sehr viel Trinkfreude bereitet, einfach zum Trinken. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich sagen, ist sehr gut. Der kostet 6,60 Euro. Bei Rebenreich habe ich mir den gekauft. Und ich kann ihn wirklich nur wärmstens empfehlen. Bei dem Preis ist er sehr gut geeignet, auch für die Weinkarte, weil er wirklich einfach zu kalkulieren ist. Und eigentlich, ja, eigentlich schon ein Selbstverläuferpotenzial hat. Und ja, ich kann ihn wirklich nur wärmstens weiterempfehlen. Wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis top. Und ein Burgunder in eigentlich sehr frischen Stil, einmal was anderes als im Gegensatz zu den Burgunder, die was man nicht so oft kriegt, weil er diese kräftigen, sondern wirklich frisch, fruchtig, animierend, lebendig und ja. Wie gesagt, Weingut Wirrmann aus der Pfalz und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.